Liebe Zuschauer, jede Reise geht einmal zu Ende und wir müssen uns auch wieder verabschieden aus Georgien. Das heißt, wir waren jetzt 5 Tage unterwegs und Uli ist immer noch bei mir und hat uns während dieser 5 Tage begleitet. Uli, erklär doch einfach mal unseren Hörern und Zuschauern, wo wir überall gewesen sind oder wo wir gerade sind. Ja, wo wir überall gewesen sind, das glaube ich, haben wir schon hinreichend berichtet. Jetzt sind wir natürlich in Tbilisi, wie auch geplant, und haben heute natürlich für Tbilisi ein viel zu großes Besuchsprogramm gehabt. Also wir haben heute einen Bruchteil von dem gesehen, was sehenswert ist, aber ich denke schon, dass das, was ihr hier heute gesehen habt, ich habe es ja schon öfter gesehen, aber was ihr heute gesehen habt, das ist doch, glaube ich, schon ganz schön beeindruckend. Diese Fahrt von unserem letzten Standpunkt war von... Das war im Weingut oder von Batumi oder was? Von Batumi? Ja. Genau, ne? Ja, von Batumi. Heute Morgen sind wir in Batumi losgefahren, ja. Hm? Genau. Wir sind um 6.30 Uhr, waren dann gegen 13 Uhr dann hier und haben, sagen wir mal, nicht so gutes Wetter gehabt, aber trotzdem, es ist ja trotzdem Wahnsinn, diese Landschaften und diese Unterschiede zu erleben. Das muss man einfach mal gesehen haben. Naja, ich meine, die Ausdehnung von West nach Ost ist ja schon mal über fast 400 Kilometer und da sind noch Gebirgszüge zwischen. Da tut sich schon einiges in der Landschaft. Da gibt es allerlei Vegetation und auch mal Flachland, auch mal richtig Gebirge, richtig urisch. Und wie gesagt, es wechselt sich ab. Und Tbilisi, die wir heute angekommen sind, liegt noch auf ist ziemlich hoch, 400-500 Meter. Und da weht es heute gar mächtig. Also wir haben heute Sturm. 90 Stundenkilometer hier angesagt. Aber trotzdem, glaube ich, hat uns das nicht gestört bei unserem Besuchsprogramm. Genau. Wenn jetzt der Besucher kommt, Uli, was würdest du empfehlen? Wie lange soll er in Tbilisi bleiben? Oder sagst du, was braucht man mindestens, um Georgien ein wenig kennenzulernen? Naja, Tiflis, und da gehört natürlich auch ein bisschen die Umgebung dazu. Also Tiflis, da würde ich schon sagen, mindestens 2 ganze Tage. Und dann sollte man, wenn man schon in Tiflis ist, auch unbedingt noch einen Ausflug nach Karete machen, ins Weinland, nach David Garitsche, in das Höhlenkloster und noch andere Sehenswürdigkeiten hier im Umfeld. Also 4 Tage vergehen im Fluge, glaube ich mal. Genau, man kann es aber auch umgekehrt machen. Das heißt, man kann erst nach Tbilisi fliegen und kann dann, sagen wir mal, mit dem Auto oder mit dem Zug nach Banumi fliegen und dann ist das auch okay. Selbstverständlich. Also wo man anfängt, ist ja eigentlich völlig egal. Ja? Also es gibt ja diese Flüge, die man sich ja beliebig bestellen kann. Und man muss ja nicht, wenn man in Batumi ankommt, von Batumi wieder losfliegen. Es ergibt sich einfach so oder es ist eigentlich günstig und angenehm, wenn man in einer von den beiden Städten anfängt und sich dann durchs Land kämpft. Und es gibt ja auf der Strecke noch ganz andere Sehenswürdigkeiten, die wir heute überhaupt gar nicht tangieren konnten, weil das der Tag nicht hergibt, die Zeit nicht hergibt. Also Sie hören und sehen, liebe Zuschauer, wir haben nur einen Bruchteil von dem gemacht, was wir uns auch vorgenommen haben, aber das ist kein Problem. Wir kommen auf jeden Fall wieder, wenn Sie Zeit haben, wenn Sie Lust haben, wenn Sie sagen, ich möchte dieses Land mal näher kennenlernen, planen Sie einfach wieder in Urlaub, vielleicht, wenn es nicht dieses Jahr, aber dann im nächsten Jahr ist, und holen Sie sich alle Informationen. Es gibt ganz neue Reiseführer vom Drescher Verlag, dann laden Sie sich den einfach runter übers Internet oder bestellen ihn, wie auch immer. Also es gibt viel zu sehen, es gibt viel zu erleben, kulinarisch, kulturell, von der Geschichte her ist es absolut spannend hier, ne? Und natürlich den Wein nicht zu vergessen, weil den vielen Rebsorten, die es hier gibt und vielen Weinsorten, die es hier gibt, ist das bestimmt ein lohnender Aufenthalt. Uli, was meinst du? Es ist eine Lebensaufgabe, diese ganzen Weine durchzuprüfen. Ja, also das schafft man da überhaupt nicht. Also wie gesagt, das ist schon, also Georgien ist nun mal auch eine Nische, sage ich mal, eine Reisenische. Es ist relativ unbekannt in Deutschland und wird auch noch ziemlich manchmal oder Vorbehalt gesehen und ja, ist ja noch Russland und da ist ja noch Krieg. Das stimmt alles gar nicht. Es ist weder Russland noch Krieg. Es ist einfach ein Land, was recht sicher ist und angenehm zu bereisen. Genau, die letzte Frage noch zur Sicherheit. Wenn du hierher kommst, du hast mir schon mal am Anfang erzählt, selbst wenn du mal den Autoschlüssel stecken lässt oder dein Portemonnaie vergisst, es wird wieder abgegeben, was vielleicht bei uns in Deutschland nicht so ist. Ja, also ich sag mal, wenn du auf der Parkbank dein Portemonnaie liegen lässt, dann bringt das einen ja schon nach Hause, wenn die Adresse drin ist. Und dein Auto kannst du ein halbes Jahr stehen lassen. Da kommt kein Mensch auf die Idee, das zu zerkratzen, Spiegel abzutreten oder Antennen abzuknicken. So was passiert ja nicht. Genau. Uli, du bist ja 5 Jahre jetzt hier. Du bleibst ja auch noch eine Weile hier. Ja.
weil du ja immer wieder was Neues auch entdecken kannst. Und was hast du dir so für die nächste Zeit so ausgedacht und was du noch erleben möchtest hier in Georgien? Naja, Georgien, ich will nicht sagen, das ist durch, aber es gibt immer noch genug Ecken, wo man nicht gewesen ist. Aber ich will mal die Gelegenheit nutzen, wenn ich schon in diesem Kaukasusgebiet bin, auch nochmal die umliegenden Länder zu bereisen. Ich war inzwischen schon in Jerewan, also in Armenien, ich war auch schon in Baku, in Aserbaidschan, aber es gibt auch noch Tadschikistan, Usbekistan, die näher liegen, solche Länder. Iran war ich auch gewesen. Also man kommt ja eigentlich sonst von Deutschland aus nicht auf die Idee, in diese Länder zu reisen. Aber wenn man schon mal so dicht dran ist, sollte man das auch ausnutzen. Genau. Und das würde ich noch tun. Genau. Es gibt ja auch Direktflüge, haben wir gerade festgestellt oder gestern auch nochmal erwähnt bekommen. Dann mit Wizz Air können Sie ja Berlin, Düsseldorf, München oder wo auch immer fliegen. Aber das finden Sie ganz leicht im Internet. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Uli, vielen Dank, dass wir dich 5 Tage bei uns hatten, dass wir 5 Tage deine Gäste sein durften und viele, viele Informationen mitnehmen. Und versprochen, wir kommen ein zweites Mal wieder, weil wir möchten den Rest auch noch ein bisschen mit dir erkunden. Ja, aber einen Satz muss ich dann noch zu sagen. Also ich habe euch hier gerne umhergeführt und euch auch gerne etwas erklärt und gezeigt. Aber letzten Endes eingeladen hat euch das Department für Tourismus der Adjarischen Republik. Ja, und hier in Tbilisi heute die nationale georgische Tourismusagentur. Also gut, dann sagen wir natürlich auch nochmal herzlichen Dankeschön. Und wir kommen wieder und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.